Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal sind wir in den oberen Rang des Kreises der Schwelgerei hier reingeraten und sind jetzt hier im Schloss Charlotte im Flan-Foyer. Und ja, ich habe meine Drohung vom letzten Mal gegen Ende wahrgemacht, beziehungsweise von mittendrin. Und jetzt mal im vorherigen Gebiet, also im oberen Rang vom Kreis der Raserei oder wie der hieß, Kreis des Zorns. Jetzt mal die ganzen Viecher geholt, zumindest die ich gut finden konnte. Ich habe dabei übrigens auch den Flüssigmetallschleim entdeckt. Der war hier die Nummer 44, 45. Warte mal, wir können ja auch einfach im Monsterlexikon gucken. Ja, hier die Nummer 47 ist der. Und den, nee, ich habe den auch tatsächlich direkt down gekriegt, also. Der hat ultra viel XP gegeben, dadurch sind alle meine Kameraden direkt so 4-5 Level gestiegen. Ja, und um beim Thema Monsterlexikon zu bleiben, es gibt jetzt erstmal Einträge. Über mir ist ein Zeitstempel, wenn ihr die Einträge überspringen wollt. Und wir legen jetzt direkt mit den Einträgen los. So, zuerst haben wir den Panzerdrachen. Mächtige Schilddrachen, die gelernt haben zu zaubern. Sie greifen gerne an, indem sie Kopf und Gliedmaßen einziehen und Flammen verschießen, während sie sich auf der Stelle drehen. Ah, da ist das mit der auf der Stelle drehen. Ich habe im Übrigen auch, als ich in der Ebene war, massig Eier gesammelt, also alle Eier, die mir über den Weg liefen. Und da kamen auch ein paar neue Viecher bei raus, wie zum Beispiel der Feuervogel hier. Diese Vögel ernähren sich der Sage nach von Flammen und werden von Ornithologen sogar schon beim Baden in heißer Lava beobachtet. Als nächstes der Hammerkaut. Diese Mini-Marodeure kennen keine Zurückhaltung. Wenn sie mit ihren Hämmern zuhauen, weshalb sie oft zu Boden purzeln, wenn sie ihr Ziel verfehlen. Der Kamerad hier kam übrigens auch aus einem Ei. Der Iro-Oker. Zwar ist ihr silbriger Ton und nicht so strahlend, wie er sein könnte, doch ihre Frisur ist einfach phänomenal. Die treffen sich täglich mit ihren Kumpeln, den Hornogern, um zu trainieren. So, als nächstes haben wir den Quellgeist. Diese Bestien attackieren Neugierige, die gerne einen Blick im Brunnen werfen. Manche sind nicht mehr damit zufrieden, untätig auf Opfer zu warten, sondern zielen ihre eigenen Brunneneinfassungen durch die Lande. Und der Schlammschlachter. Diese Geister von Verstorbenen suhlen sich genüsslich im Schlamm und fürchten nichts mehr als mildes Wetter. Mitunter lässt die sengende Sonne sie erstarren, sodass ihr Selbstgefühl unweigerlich zerbröckelt. So sehen die auch aus. Na gut, als nächstes liest Drim euch die Einträge vor. Viel Spaß, Drim! Na gut, muss ich wohl wieder ran. Das hier ist eine Knallgurke. Ein gewalttätiges Gemüse, das Streitfragen bevorzugt mit einem Speer aus der Welt schafft. Der Stiel auf seinem Kopf ist in Wahrheit der Griff eines zweiten Speers, den sie für Notfälle dabei haben. Als nächstes haben wir den faulen Zauberer. Fiese Magier, die sich ihrer finsteren Seite hingegeben haben. Mit ihren arkanen Talenten gehören sie in Adiria zu den mächtigsten ihrer Zunft und können katastrophale Zauber wirken, wenn sie sich in ausreichender Zahl versammeln. Als nächstes kommt den Wiedergänger. Die Seelen dieser Untoten klammern sich ans Diesseits und nehmen dafür in Kauf, dass ihr Körper verrotten. Niemand weiß genau, ob sie nun tot oder am Leben sind. Das hier ist ein Schädelreiter. Diese schrecklichen Schwerkämpfer reiten auf ihren Skelettrössern durch die Gegend. Oft liefern sie sich Rennen mit Wüstenwagenlenkern, ihren ewigen Rivalen. Oh, hier kommt ein Kamerad, der mir jetzt schon gefällt. Ein Skelettkämpfer. Untote Fechtmeister, die ursprünglich die normale Anzahl an Gliedmaßen besaßen, bis sie sich Extrateile von gefallenen Feinden organisierten. Insgesamt bringen sie es auf 6 Arme, eine ordentliche Zahl. So, und als letztes haben wir von meiner Scharte aus den Schädel-Showman. Schreckliche rote Schädelwesen, die ganze Geschwader knochiger Fledermäuse befehligen. Gerüchten zufolge rührt ihre Färbung von ihrem glühenden Kampfeifer her. Na dann, Noah, mein Schatz, jetzt bist du dran. Ich bin nicht dein Schatz, Drim. Das ist ein Buschelbaby. Von diesen pelzigen Pusteblumen geht eine Seelenruhe aus. Über ihre Ursprünge ist wenig bekannt, aber manche glauben, dass es sich um flaumige Fussel von Blumen handelt, die auf dem Weltenbaum Yggdrasil wachsen. Als nächstes haben wir hier die dunkle Unke. Diese amphibischen Aristokraten quaken gerne im Chor. Dabei sind sie so unmusikalisch, dass jeder, der ihre schiefen Töne hört,
sich unwillkürlich die Ohren zuhält und so nicht mehr imstande ist, Angriffe abzuwehren. Als nächstes der Lüsterlampling. Wenn die blassblauen Flammen dieser schwebenden Geschöpfe erlöschen, segnen auch sie selbst tragischerweise das Zeitliche. Ihr Leben mag zwar kurz sein, aber sie scheinen sich trotzdem zu amüsieren. Als nächstes kommt der nette Baumteufel. Die Fratzen dieser Monster sehen furchterregend aus, aber sie haben sensible Seelen und benutzen ihre verzauberten Blätter, um Verbündete wiederzubeleben, die während des Kampfes ins Gras gebissen haben. Das ist ein Gletschergeist. Diese klumpigen, kalten Kerle, die aus gefrorener Erde geboren werden, schießen auf gefallene Reisende zu, schnappen sich ihre Wertsachen und verduften vom Tatort, so schnell sie nur können. Und als letztes die tanzende Flamme. Menschenseelen, die durch ihre schiere Wut zu Flammen zerstorben sind und sich in Monster verwandelt haben. Sie sind genauso hitzig und ungezügelt, wie der äußere Eindruck vermuten lässt. Na dann, Shining, jetzt bist du wieder dran. So, Leute, damit haben wir alle Einträge hinter uns. Aber ich würde gerne noch versuchen, den Flan davor uns nochmal anzuwerben. Den haben wir beim letzten Mal versucht anzuwerben, hat aber nicht geklappt. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal. So, ich wage einen Versuch. Ich musste meine zwei da links austauschen, weil die wurden eingeschläfert. Und ich habe Angst, sie aufzuwecken, weil sie sonst eventuell den Schleim umbringen. Es ist echt ranzig, die anzuwerben. Richtig ranzig. Karaschlibo. Ist ein Pop-Idol. So, den Eintrag können wir uns ja auch noch gönnen. Karamellschleim. So appetitlich sie auch aussehen. Niemand hat sich je getraut, diese süßspeisenähnlichen Schleime zu probieren. Darum ist auch nicht bekannt, woraus sie tatsächlich bestehen. Will man das überhaupt rausfinden? Ich glaube ja nicht. Ich muss übrigens zwei, dreimal kämpfen, weil, ja, hat beim ersten bzw. zweiten Mal nicht funktioniert. Ich sehe Kiste. Du bist doch ein Faker, oder? Okay, er hat nichts gefaked. Er war kein Simulant. Die Tasten bräuchten wir zwar auch noch, aber ihr habt genügend Einträge gehabt. Ich will euch jetzt weiter Einträge mal ersparen. Ich glaube, in jedem Raum können andere Gegner sein. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung ich eigentlich muss. Da ist doch was drin, oder? Nö. Stelle sah nur verdächtig aus. So verdächtig köstlich. Ich glaube, die Ecke ist so oder so eine Sackgasse. Oh, hier versteckt sich eine Kiste. Ausdauersam, Müsst ihr alle an der Tür gammeln? Also da war ja gerade überhaupt kein Durchkommen. Fies. So, wo ist meine Mini-Medaille? Ich habe nur Mist gefunden. Buchstäblich. Wie komme ich da rein? Ah, da ist ein Loch in der Wand. Ihr seid nicht schlau genug, das Loch zu finden. So, lasst mich. Wie, keine Medaille? Jetzt darf ich erstmal den ganzen Weg wieder zurücklatschen. So, dann diesmal in die andere Richtung. Was wird denn hier serviert? Offenbar nix. Mann. Ich will doch was von den Leckereien hier abhaben. Hier ist doch was zu holen, ich spüre es. Wo ist mein geheimer Loot? Rennen mir nur Viecher mit Gabel und Kochbesteck hinterher.
Als ob hier kein Krug ist. Also da geht's auf jeden Fall hoch. Der steht auch schon wieder fies. Ich schaue mich ja zumindest um, ne? Ich glaube, die Falschen kann man daran erkennen, dass sie an der Seite noch diese Häkel haben. So, neue Ebene. Hier gibt es auch zwei neue Monster. Ich glaube, die gab es auch draußen, die beiden Nummern. So, hier in dem Kampf ist eine fliegende Hunde, dass ich versuche, die zumindest anzuwerben, wenn ich hier eh schon mit der kämpfe. Maedo-U von wegen fliegender Untertasse. Daumen hoch, wer den Witz versteht. So, wir haben den Eintrag jetzt schon freigeschaltet, dann können wir noch lesen. Kuriose Kreaturen, die aus gestapelten Geschirr bestehen. Verständlicherweise fürchten sie sich vor Rissen und Sprüngen, aber anscheinend können sie auch dann noch mit voller Kraft kämpfen, wenn sie nicht mehr alle Teller im Set haben. Okay, interessant zu wissen. Also ich versuche, wie gesagt, die Kämpfe zu vermeiden, weil wir eh schon gerade eben so um die 18 Einträge hatten. Da will ich euch mehr Einträge ersparen. Und Kämpfe gegen altbekannte Monster, die wir eh schon haben, schneide ich euch ja sowieso raus. Hier geht's wieder runter. Will ich wieder runter? Wahrscheinlich schon. Ich gehe mal nach unten. Ich glaube ja, dass ich eigentlich komplett nach oben muss, aber wir wollen ja auch alles mitnehmen. Einer von euch ist 100% Imitator. Ja, du. Dich haben wir noch nicht. Kurze Aufklärung, es hat nicht funktioniert. Ich habe ihm sogar einen Steak Surprise gegeben. Es hat nicht geklappt. Hexenbrosche? Zauberknause. Keine Ahnung, was das macht. Ja, wieder nach oben. So, erstmal rauslocken. Damit wir anständig vorbeikommen. Wenn man nicht kämpfen will, stehen solche Monster richtig fies. Ich denke mal, dass ich komplett nach oben muss. Warum soll ich da runterspringen? Kommt doch dann wieder nicht hoch, oder? Wohl offenbar muss ich. Gibt keine andere Möglichkeit. Boing. Ach so, komme ich rüber. Warte mal, ich spring doch mal zurück. Dann springe ich auf der anderen Seite eventuell drüber. Obwohl, warte, wenn ich gerade von hier aus gucke, ich glaube, ich komme, wenn ich beide Richtungen nehme, eigentlich am selben Ort raus. Ohne, dass da irgendwo eine Kiste ist. Ich wollte da links gucken, aber ich glaube, da ist nichts Besonderes. Genau, ich wollte hier nämlich geradeaus drüber, ich wäre so oder so am selben Ort rausgekommen, also war es egal. Dich haben wir safe noch nicht. Blutkäppchen. Die hüpfen auf jeden Fall lustig rum. So, jetzt macht einer von euch das nach, was die da gerade machen. Ah, viel aushalten tun die offenbar nicht. Na gut, den einen haben wir vorgeschwächt. Der hat Kräfte gesammelt, ich werb die an. 60%, das wird nix. Sag ich doch.
Es funktioniert nur bei 20%. Bei 60% ist doch klar, dass es verkackt. Naja, es schließt sich uns ja so an. Weil wir so lustig rumzappeln, nenne ich ihn mal Zappli. Advocatus Diaboli, das sagt mir überhaupt nichts. Höllisches Heulen, Nachtspalter. So, den Eintrag schenken wir uns aber für heute. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Die schlafen einfach bei seiner Vorlesung. Können die nur. Ich glaube, da vorne ist die andere Version von dem direkt. Also der Rose und der Heini, meinte ich. Hoppa. Ich glaube, in den Raum komme ich auch so nochmal rein. Wenn ich richtig sehe. Was kann ich hier machen? Oh, ich habe einen großen Pudding geholt. Hoppa! Ist da unten eigentlich eine Kiste? Kann ich eben kurz nachgucken. Also hier ist ein Steinchen. Ansonsten scheint hier unten nichts zu sein. Vielleicht brauche ich das ja später noch. Wir können hier noch rüber. Vielleicht haben die anderen Flas sich ja auch geändert, dass sie jetzt zu groß sind. Wie komme ich an dir vorbei? Wie gesagt, die stehen manchmal so fies im Gang. Den Rose in den Heini lasse ich in Ruhe. So gut ich kann. Wahrscheinlich muss ich sogar hier lang. Na gut, jetzt muss ich die bekämpfen. Fropfkopf. Selbe Farbe umgedreht. Ich find's immer noch lustig, wie sie da so rumdancen. Licke, licke. Wir wissen, dass die nicht viel aushalten. Okay, gut. Dem, den ich Futter gegeben hat, der hat gerade auch was drauf bekommen. Ich gebe dir noch ein Gammelfleisch oben drauf. Zappel, 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 zappel. Ich taufe ihm froh, Zappeli. Ich mag die Dinger, die sind lustig. So, hier jetzt einfach hoch. Bist du... Ja, du bist fake. Ich versuch's. Also, ich hab's zumindest versucht, aber... Ja, mein Team wurde schon wieder eingeschläfert. Ja, genau, komm näher, damit ich an dir vorbeikomme. Ich hasse es, wenn die den Weg blockieren. Ist da irgendwas? Ich sehe Krüge, einer davon hat auch 100 Pro eine Medaille drin. Ich wusste es. Und ich schaffe sogar ohne einen Kampf anzuzetteln wieder weg. Neue Monster gibt es jetzt hier aber keine mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Flas da unten größer geworden sind. Okay. Ich glaube, hier kann ich die größer stellen. Haben will. In die Richtung? Ja, erst einmal in die Richtung. Da scheint nämlich keine Wiederkehr zu sein. Zumindest in keine andere Richtung.
Never mind. Warte mal, war da unter mir in dem Ecke was? Ich glaube, ich muss den Pudding da nochmal klein machen. So, ich bin jetzt wieder an der Stelle. Ich springe jetzt mal zuerst in die Richtung. So, Kiste. Das konnte ich von Weitem sehen. Niktrasierblatt. Niktrasierblatt ist immer willkommen. So, und jetzt schüpfe ich noch in der anderen Richtung einmal. Ist übrigens schön, hier ist eine Anleitung, wie die Flas funktionieren. Also wenn man zwei kleine hat, dann bleibt man auf derselben Ebene. Wenn man schon einen großen hat, dann kommt man einen höher. Und wenn man zwei große hat, dann kommt man zwei höher. Ist aber egal, auf welchem Platz hier das mit dem Erhöhten ist, wie es scheint. Man kommt trotzdem einen höher. Aber schön, dass man immer auf derselben Höhe bleibt. So, die Kiste hatte ich auch gesehen. Und gut, dass ich dafür nochmal umgedreht bin. So, jetzt muss ich da erstmal den Fla holen. Okay, ich bin jetzt gerade hier. Ich überlege, da drüben ist auch nochmal ein Knopf. Vielleicht sollte ich den zuerst drücken. Die Schleimer denken sich, oh, da kommt Papa runter. Ja, ich glaube, das war eine gute Idee. Weil wenn ich es richtig sehe, mit einem höher, beziehungsweise auf selber Ebene, würde ich da nicht höher kommen. Da ist auch noch was. Xi Kekse. Und da komme ich. Jetzt die Frage, hätte ich da noch oben hingewollt oder will ich da oben hin? So. Und ab nach da oben. Oh, da muss noch einen höher. Ah, ich sehe schon, wo ich hin muss. Ich muss jetzt hier hin und zurück hüpfen. So, und direkt wieder zurück, dass ich auf der anderen Seite jetzt auch den großen Pudding hole. Wenn ich das richtig sehe, kann ich hier jetzt nicht einfach links runter. Das heißt, ich darf den ganzen Kreis nochmal hüpfen. Ah, nee, doch, ich darf hier runter. Okay, ich muss nicht die ganze Runde nochmal. Ich glaube langsam, dass ich mich dem Boss näher. Okay, ich gehe jetzt mal zuerst da rum. Gibt es hier neue Viecher? Nö. Und hier gibt es die lustigen Zappeldinger. Warum ist denn hier in dem Eck nichts? Wozu komme ich hier hinten hin? Nur mich bezappeln zu lassen? Ich vermute, dass der Eintrag zu denen auch ultra witzig ist.
So, hier ist jetzt ein Teleporter, der zurückführt. Ich gehe jetzt einmal kurz zum Turm zurück. Fülle mein Team einmal kurz auf Maximum auf, dass wir wieder voll geheilt sind. Und dann gehen wir die Treppe da hoch, wo dann wahrscheinlich direkt eine Sequenz ist. Also, wir sehen uns gleich bei Sequenz. This donuts are packed with protein. Perfect for maintaining my gains. Who are you? Don't you know you're interrupting me dinner? Sorry, we should have called ahead. Say, are you the unspeakable one, by any chance? Me? Ha! Sorry to disappoint you, honey. But that thing's been and gone already. It tried staring me down, but the wimp turned tail and fled at the sight of me pecs. I'm Maximus, you see. The big hitter here. Sounds like you'll really boost your rep if you beat this clown. Beat me? My sweet child. You must be on a sugar high to say something so preposterous. Now how about we see how hard you crash? Your deaths would be the icing on the cake. Na dann, ich habe gehört, Maximus kriegt jetzt übelst einen aufs Maul. Ich bin sogar mal gemein. Ich mach was in Antimagiepulver. So, gegen was bist du denn schwach? Magst du Wasser? Ja, Wasser kann er gut ab. Aha, okay. Dunkelheit ist stark gegen den. Explosion ist auch mächtig gegen ihn. Und Flammen sind auf jeden Fall auch stark. Guck mal, ich bin mittlerweile so freundlich und guck zumindest mit euch zusammen durch, gegen was die schwach sind. Eis kann er gut ab. Elektro mag er nicht. Ja, die Magiepulver hat nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben sehr gute Chancen gegen ihn. So, ich probiere jetzt noch die chemische Keule. Das hat gut funktioniert. So, ich glaube, ab dem Punkt lasse ich meine Kameraden einfach selbstständig handeln. Die werden schon nicht komplett Mist bauen. Angst, ein Schaden. Sind deine Muskeln nur Zierde? Wenn das jetzt geklappt hätte, dann hätte ich gelacht. Der macht ja überhaupt keinen Damage. Selbst Noir macht mehr Damage als er. Der wird nicht lange leben, Leute. Der macht ja nicht mal Damage. Ja, er kann keine Zauber machen. Und tot. Die Muskeln waren nur da. Die Bezeichnung Clown war sehr gut. Auf jeden Fall ein paar Level-Ups. Aber wir können nicht wirklich Punkte verteilen. Also ich könnte ihm Punkte verteilen, aber da bringt es mir nichts. It makes no sense. I took me protein. Just like they said. It was supposed to be the way to win. You again.
exuding a powerful magic force. Could this be? I just might be. I am Proslas, the Unspeakable One. Am I the one you seek? Looks like he was waiting for that fight to end so he could jump us. What a coward. Anyway, looks like this guy's the big hitter now. Let's get this over with. Oh, you talk a big game for such a pathetic weakling. However, you did rid me of that hindrance, Maximus. I will give you a reward for your efforts. Have a good look around the middle of the room. Wisst ihr was, Leute? Ich bewege mich jetzt mal überhaupt nicht. Und sag mal, dass wir hier die Folge beenden. Dann nehmen wir uns den Kampf gegen den, ich denke mal, dass wir den kämpfen müssen, einfach direkt fürs nächste Mal auf. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und diesen unsäglichen machen wir beim nächsten Mal fertig. Bis dann, sage ich mal, ciao und bis dann.